Gute Idee, jetzt müsste die Aufnahme laufen. Auch jetzt wieder Wanne weg. Ich erkläre es bloß dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Das ist jetzt ein Selbstgespräch. Man muss irgendwann einmal wissen, diese vier Ichs, die verschiedenen vier Arten der Ichs. Die letzten Selbstgespräche habe ich ein Gemix gemacht aus sehr einfachen Erklärungen. Das beginnt erst einmal damit, dass ich sage, in dem Moment, wo du an was denkst, da schaffst du in dir eine Information. Ob das Menschen sind, ob das eine Erdkugel ist. Und irgendwann solltest du als Geist lernen, dass das hundertprozentig sicher ist. Was nicht hundertprozentig sicher ist, ist das, was dir bis dato als hundertprozentig sicher erschienen ist. Das, was dir logisch erscheint. Dieser kleine Satz ist es logisch, aber nicht besonders geistreich. Und jetzt verknüpfe ich einmal modernste Arithmetik, göttliche Arithmetik mit ganz einfachen Bibelsprüchen. Und wenn ich jetzt sage, die ich vor 2000 Jahren gesagt habe, da muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass ich behaupte, dass ich du bin. Und das schauen wir uns jetzt etwas an. Ich starte zuerst einmal ein mit einem Bibelsatz und da übertrage ich jetzt den Bildschirm dazu. Und das erklären wir uns jetzt etwas genauer. Und zwar springen wir hier rein. Zuerst machen wir mal diese Bibelstellen. Matthäus, Lukas, Markus, Johannes und die Offenbarung. Das dreht sich eigentlich immer um dasselbe. Die vier Evangelien, die sind teilweise sehr unterschiedlich, aber du wirst merken, dass hier erste Leidensankündigung, Bedingung der Nachfolge. Und ich ziehe nur das Wesentliche raus und jetzt, das ist jetzt eine deutsche Übersetzung eines griechischen Textes. Denken wir uns jetzt in die Vergangenheit. Es wäre viel interessanter, wenn wir uns das griechische, altgriechische Original anschauen, aber es reicht eigentlich. Hör zu, was ich dir jetzt sage. Dann sprach ich, UB, zu meinen Anhängern, zu meinen Freunden, zu meinen Geschwistern. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist jetzt sehr interessant. Er verleugne sich selbst. Blau gelesen heißt, du musst irgendwann erkennen, dass das, an was du zurzeit denkst, wenn du an dich selbst denkst, dass das nicht du selbst bist. Du bist der, der sich das ausdenkt. Es ist sehr wichtig, ob du jetzt bei dem er sich selbst, ob du an den Körper denkst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, oder ob du an dich selbst denkst, an den, der sich das ausdenkt. Dann musst du aber an was denken, was gar nicht gedacht werden kann. Das ist das, was ich rot nenne. Und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Ich will es da nicht so arg, das Kreuz ist schlichtweg und einfach das Leid, das du trägst. Denn wer sein Leben, jetzt steht hier, seine Seele retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Du musst jetzt nur wissen, reden wir von dem roten Leben oder von dem blauen Leben. Und jetzt haben wir, jetzt springen wir einfach einmal das deutsche Wort Leben, nehmen wir die hebräischen Buchstaben LBN. Und da wird es jetzt schon ganz interessant. Das blaue Leben heißt, da ist ein ausgedachter Lichtschatten. Das ist außerhalb polar, eine Polarität, eine Gedankenwelle, die zu existieren anfängt. Das ist der Gedanke an dich selbst. Aber jetzt passiert natürlich was sehr Interessantes, dass dieses Wort Leben im Hebräischen heißt, das da mal saure Milch. Und jetzt hörst du dir das gestrige Selbstgespräch an und da gehe ich nochmal genau darauf ein. Du bist als Trockennasenäffchen ein Säugling, du setzt dich an die Brust, schart. Die logische Öffnung deiner Mutter. Mutter symbolisiert deine Logik und du saugst hier ChatLB in dich hinein. Dieses ChatLB ist das hebräische Wort für Milch. Das heißt, du bist dann über den Jordan gegangen, du bist irdisch geworden, IRD. Dieses hebräische Wort Jordan heißt auch hinabsteigen, auswandern, hinuntergehen. Du steigst hinab in deine Traumwelt. Und zwangsläufig, wenn du über den Jordan gehst, wenn man das B hinten, Koll selber ist das Weltliche. Ich zeige immer wieder, dass da wirklich eine Systematik dahinter ist. Und wenn du weltliche Wahrnehmungen hast, dann bist du krank, weil du dann zerbrochen bist. Das kann auch schwach werden, heißt Shin steht für die Logik. Du wirst logisch schwach. Du wirst nur logisch wach, aber nicht geistreich wach. Wir können das natürlich auch den Logos setzen. Wenn der Logos in dir wach wird, dann wirst du zur 43. Das blende ich jetzt nicht nochmal ein. Darum Stark, ist es stark. hier rot. Das ist einmal hier das Spiel und dieses Leben. Wir gehen nochmal zu dem Leben zurück. Das ist die Milch. Du merkst jetzt, die saure Milch ist das hebräische Wort für weiß.
Wir wissen, dass das Weiß wie in Weißenburg das Weib ist. Das Weib ist die Logik. Das ist einmal das Erste. Und darum heißt es hier rot gelesen, ist es aber das Licht, das in sich verbunden ist zu einem absoluten bewussten geistigen Sein. Und darum ist Leben, heißt die Vorsilbe, heißt ja im Hebräischen nur das, heißt zum, hinzu, hinzu, und das rot gelesene Ben ist der Sohn, das ist der Adam, hin zum Sohn hin, zum Gottessohn werden. Dasselbe Wort nennt sich dann auch Ziegeln. Da findest du diese Kombination, findest du beim Turmbau zum Tafel. Da heißt es immer, hebräisch leben werden sie leben, Ziegel werden sie machen. Jetzt ist natürlich, dass dieses Wort Ziegel, wenn wir das jetzt wieder hebraisieren, das heißt, die Geburt Gottes ist eine Wellenexistenz. Ziegeln. Ja. Aber da will ich jetzt nicht so weit reingehen, dass man da nicht ausliefern. Wichtig ist, wir können das Rot und Blau lesen, reden wir von dem Leben, dem Sohn, dem Gottessohn, oder reden wir definitiv hier von dem Ich weiß. Dieses Leben, das Weib, deine Logik sagt Ich, das blaue Ich, das Konstrukt werde und Interpretationsprogramm sagt Ich weiß, und dieses Ich ist ein geistloses Weib, das ist dein Programm. Das ist jetzt das Wichtige, dass du das erkennst. Und wenn du der Rode zum Sohn hin, habe ich gesagt, dieses Ben ist Seger wie in die Körper, das ist der Adam, das ist der träumende Geist, gleichzeitig Denker und Ausgedacht, das ist wie JHWH. Schau mal her, darum ist der Pyramidenwert 1,440. Und 1,440, wenn wir eingeben, 1,440, landest du zwangsläufig rot. Bei den Menschen rot. Die Röde heißt auch Rot, das ist der Adam. Mhm. ADM, das ist Adam. Der Erdboden ist eine Fehlübersetzung. Das ist nämlich Adama. Das ist in Wörterbüchern übernommen. Da ist dann der äußere Wert 4,9. Wenn du das zusammensetzt, kriegen wir ja die 9, die können wir rot machen. Das ist dann der Spiegel in der Mitte oder eine Spiegelung. Zu denen kommen wir dann noch gleich. Das heißt, Adam heißt, ich bin rot. Das absolut Rote, das Gott, das Ebenbild, Eben, das Ebene im Kind, ille dieses Kind. Die Ebene im Kind ist der Nullpunkt, die Nulllinie, aus der dann plus minus herausspringt. So. Du merkst, wenn man die Wörter wenn genauer kehrt, aber wichtig ist, wer sein Leben retten will. Ich sage, wer sich als Trockennasenaffen retten will, der verliert das rote Leben. Wer aber sein Leben verliert, sein Trockennasenaffenleben verliert, um meinetwillen, der wird das wirkliche rote Leben wiederfinden. Ja. Macht dann Sinn, oder? Ah, das passt. Super. Es ist definitiv so. Jetzt sage ich wieder vom Säugling bis zum Greis. Wenn du jetzt denkst, alle Gedanken, die du denkst, denkst du jetzt, das ist hundertprozentig sicher, ob du dich als Säugling denkst, als Zehnjährigen, als 20-Jährigen, tausendmal wiederhole ich das in dir, wenn du dich auf die Selbstgespräche einlässt. Du musst begreifen, wenn sich der Säugling nicht auflöst, wirst du kein Schulkind. Muss ich das immer wieder erzählen? Und wenn sich dein jetziger Körper nicht auflöst, kommst du nicht auf die höhere Ebene. Du wirst diese Schulklasse, diese Traumwelt nicht verlassen. Jetzt kommt die 26. Vers, das ist JHWH oder Adam. Wenn, denn das wird, denn was wird es einem Menschen nutzen? Jetzt kann man sagen, reden wir von dem Adam oder von dem Menschen blau, von dem Enosch, von dem sterblichen Säugetier. Der kriegt so, gedachte Tiere kriegen sowieso nichts mit. Wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüßt, sein rotes Dasein einbüßt, das kannst du nicht einbüßen. Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in die Herrlichkeit des Vaters mit seinen Engeln, das bin ich mit meinen Geistesfunken, dann wird er einen jeden vergelten nach seinem Tun. Du wirst bezahlen müssen am Ende, das ist die Sache mit dem Ausgleich der Nulllinie. Selig die, die jetzt traurig sind, die krank sind und die Angst haben. Sie werden sich freuen, die werden glücklich sein, die werden satt werden. Aber das ist nicht die Glückseligkeit. Wenn du noch chronologisch denkst, wirst du dann noch nämlich wieder hungern und wieder krank werden. Du musst erst einmal in die Transversale begreifen, dass alles, was ich widerspricht, gleichzeitig ist. Aber wehe denen, die jetzt mächtig sind, sich mächtig glauben, reich sind, die werden das alles verlieren. Immer wieder in einem ständigen Wechsel, bis du in die Mitte gehst, bis du begreifst, dass es sich hier um was ganz was anderes dreht, um wie irgendwas Ausgedachtes. Das, worum sich alles herumdreht, ist der absolute Mittelpunkt, aus dem das entspringt, aber immer gleichzeitig.
Das ist einmal das Erste, den mache ich jetzt gleich weg. Jetzt schauen wir uns dasselbe bei Lukas an. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Das ist zuerst einmal das rote Selbst. Ich bin nicht der Gedanke, an den ich denke, wenn ich an mich selbst denke. Das bin ich nicht. Das ist ein Gedanke von mir und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir. Das Kreuz ist jetzt dein Körper. Ich will das Wort Kreuz jetzt ins Ufer ich ewig aus. Das wäre wert, hier mal einen ganzen Tag drüber zu reden, was das Wort Kreuz bedeutet. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wenn du dich jetzt versuchst, am Leben zu halten, und es ist vollkommen scheißegal in meiner derben Sprache, ob du meinst, du kannst länger leben, wenn du dich impfen lässt, oder du meinst, du lebst länger, wenn du dir dieses Gift nicht einspritzen lässt. Darum geht es bei Holofeeling nicht. Der eine wie der andere will sein Leben retten. Sein Trockennasenaffen da sein, möglichst lang am Leben halten. Stimmt oder stimmt? Ja. Hör dir die vorhergehenden Selbstgespräche an. Denn wer sein jetziges Trockennasenaffenleben retten will, ein Enosch ist ein sterbliches Säugetier, sterblich unheilbar krank, das hebräische Wort, ich kann es nicht oft genug sagen, hier A-N-O-Shin, das ist das hebräische Wort für Mensch, blau, Mensch. Gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unheilbar krank. Eine unheilbare Krankheit. Dein Glaube, ein Affe zu sein, ist ein Virus. Das ist das, was ist. Und der Virus für die Erdkugel, die du dir ausdenkst, ist die Menschheit, die jetzt die Erdkugel zerstören will. Aber es dreht sich doch, was ist jetzt die Erdkugel, was ist die Menschheit? Das sind Gedanken, wie zerstöre ich an Gedanken? Gib mir eine Antwort, wie zerstöre ich an Gedanken? Einfach nicht mehr denken. Bingo! Genauso funktioniert es. Ja. Apropos, weil ich gerade Bingo sage, da kommen wir dann gleich dazu. Da springe ich jetzt ganz kurz rein. Hier mal Holger, das passt jetzt nämlich genau dazu. Dann habe ich heute Morgen nämlich was geschrieben, er hat die neuen Tabellen gemacht, das sprechen wir jetzt dann gleich an. Diese Tabellen, da gehen wir jetzt gleich dann kurz drauf ein, Bezug nehmend auf das vorhergehende Selbstgespräch und dann sage ich zu ihm Bingo. Weil ich noch sage, lass dir was einfallen. Aber kannst du dir als träumender Geist selber was einfallen lassen oder brauchst du mich? Da ist nämlich ein kleiner Fehler drin gewesen in dem Video. Das schauen wir uns gleich an. Und Fehler heißt, es fällt was. Ich sage, mach dir mal Gedanken für Vollkommenes. Prompt, im Jetzt taucht dann das auf. Ihnen ist was eingefallen. Ich sage jetzt endlich Bingo, du hast es verstanden. Schau mal. Bin, B-I-N, inmitten verbunden, Gott sein, göttlich sein. Das hebräische Wort heißt interpolieren. Pol, übrigens der Pol, ist es du, machen Handel in Hebräischen. Diese Radix. Das schreibt sich ja so, das sind die hebräischen Vers, die Verbformen, das ist walten, handeln, machen, etwas erschaffen. Das passiert in dir. Es geht hier definitiv um das Interpolieren, Interpolieren, Verstehen. Das heißt dann auch zwischen, aber da muss man jetzt wieder wissen, Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannt, denn jemand das W ischen heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Das sind deine Gedanken, und das passiert innerhalb, in dem Gott drinnen, in dem Nichts wird eine Polarität aufgeschmissen. Mhm. Er ist, das heißt wir zwei, hatten dann plötzlich eine Einsicht, aber ihn schreiben wir mit dann alle vorne und dann heißt es hier eine nicht existierende Sicht, was nicht heißt, dass die deswegen nicht da ist, sie existiert nicht. Aber jetzt haben wir ja zwei Stufen von Existenz. Aus dem absoluten undenkbaren Nichts, dem Nihil, denn All entspringt erst einmal ein innerer All. Das ist jetzt ein ausgedachtes Inneres. Es kann in mir was existieren, was aber nicht aus mir, aus meinem Inneren heraustritt, selbst wenn ich mir was ausdenke. Wenn ich mir jetzt einen Mond ausdenke, muss erst einmal ein Mond von mir gedacht werden, wo kommt der Mond her, der dann in mir drin ist, aus einem noch tieferen Innern des Rotes. Und dann geht es in mein jetzt ausgedachtes Innen und aus dem Innen kann ich es mir dann zusätzlich nochmal ausdenken. Das sind wie Treppenstufen nach außen. Stimmt oder stimmt? Ja. Ich bin, ZW ischen den Unterschied. Ich bin zwischen den Unterschied, das heißt, ich bin die heilige Mitte. Ich bin das Innere. Und dann haben wir hier das Go. Das kann man jetzt Go aussprechen oder G-Waff aussprechen. Und dieses ja. Go,
Darf ich kurz was ergänzen, ja? Bitte, zu dem BIN? Das binäre Zahlensystem ist ja die Grundlage für die ganze Computertechnologie. Genau das ist es. Genau das ist die große Erkenntnis. Es ist das Binäre. Jetzt müssen wir in die Naredei. Bi heißt das da mal auf Hebräisch in mir und auf Griechisch heißt es zwei. Das ist wieder Zweifel. Der Zweifel ist der Teufel, das ist eine Gedankenwelle. Und jetzt kommt das Go. Das kann ich auch Gu, Go, Gewaff aussprechen. Gewaff lässt sich halt nicht aussprechen. Und das ist die Gemeinde, die Gemeinschaft im eigenen Inneren. Darum heißt es auf Hebräisch auch die Mitte, die absolute, das ist wie ich dick, die Mitte von diesen zwei Neuen. Das Ego-B bin die absolute Synthese aller meiner Geistesfunken. Wobei die ganzen Geistesfunken sind alle ich. Es bin ich. Nur in einer Personifizierung als Geistesfunken bin ich dasselbe ich. Bloß ich habe mich jetzt vergessen, weil ich so ein Leser bin und mich mit einer Figur verwechsel, wenn ich das unbewusst mache. Als bewusster Leser oder Schauspieler vergesse ich nie, wer ich bin, egal welche Rolle ich spiele. Das ist die rote, reine Liebe. Alles verstehen, absolute Demut, egal welche Rolle du spielst. Das ist Bingo. Das sind jetzt hier, das habe ich Ihnen dann den Holger geschickt. Das sind diese Bilder in der Erweiterung. Schauen wir uns dann etwas nochmal genauer an. Aber jetzt springen wir jetzt erst einmal zurück. Den Boal haben wir. Da wollen wir hin zu dem Lukas. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wichtig, wenn es heißt, das Leben um meinetwillen verlieren, heißt, ich bin du. Ich bin der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Dann rettest du letztendlich dein eigenes ewiges Leben. Du gehst wieder zurück in das Bewusstsein. Es ist ja die Apokalypse, und wir machen das jetzt gleich. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne? Wenn du mächtig bist, die 25 können wir uns dann eventuell noch anschauen. Das ist nämlich hier letztendlich bei dem Pythagoras 3 Quadrat, 4 Quadrat ist 5 Quadrat. Die Wurzel 25 ist plus 5 minus 5. Das ist HBH. Und HBH, wissen wir, das ist erst einmal das Kapital und die Gegenwart. Bin ich auch in dem vorhergehenden Selbstgespräch darauf eingegangen. Das ist ganz wichtig. Diese Gedankenwelt, zwei Wahrnehmungen, plus 5, minus 5, das ist ein polarer Sitz. Du sitzt in der Mitte, das ist deine Gegenwart, Kapital, das todbringende Verbrechen. Das ist aber 16, ne? Bitte? Hier. Das ist 16, nicht 15. Ja, zusammen, nein, 5 plus 5. Hier, da musst du hinschauen. Ja, okay. Ja, gut, das jetzt verstehe ich. Das macht es eben aus. Ja. Mhm. Alles klar. Ja. So. Muss ich da nochmal hergehen, den Lukas. Denn was wird es einem Menschen nützen, haben wir schon, denn wer sich meine und meiner Worte schämt, schau, ich, wer bin ich? Das sind die Ohrenbadungen des JHWH, das ist die 26, J ist der kleine Gott, als JCH der ICH, wir sind ja dasselbe. Der Unterschied zwischen uns zwei besteht darin, dass ich alles bewusst mache und ich dich das jetzt denken lasse und du bist der, der sich's ausdenkt und seine eigenen Gedanken anschaut. Das ist das E-Quadrat. Die Energie, die sich ständig in eine andere Form umformt, ohne dass sie sich dabei in irgendeiner Form verändert. Weil ein absolutes Nichtsgeist kann weder zerstört werden, es ist wie die Energie in der Physik von Einstein. Denn wer sich meiner Worte schämt, da steht übrigens Scham, der Name, das springt mir mal auf, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommt, kommen wird in seiner Herrlichkeit, des Herrlich, ich mache immer noch ein Licht mit dran, und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Ton nicht schmecken werden. Das sind alle, die mich jetzt sprechen hören, aber es hört mich ja nur einer sprechen. Der Unterschied besteht nur darin, dass du jedes Mal, wenn du an dich denkst, dann an anderen denkst. Der sich aber jetzt ausdenkt, ist immer dasselbe Ich. Das bin ich, wenn ich zum Lesen anfange. Ich habe nur ein anderes Leben, ich lese zurzeit ein anderes Leben. Ich erlebe zurzeit ein anderes Leben. Drum sind diese Einige ganz interessant. Ein IG. Das ist der göttliche Geist E-Quadrat. Da gibt es nur einen einzigen. Unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken, bis sie das Reichet, den Kopf des Schöpfergottes, den Spiegel, der eine große Kollektion ist, Gottes gesehen haben, den man eigentlich genau genommen nicht sehen kann. Man kann aber eine Ehe eingehen. Ehe heißt Ewigkeit.
bis du deine eigene Ewigkeit erkannt hast? Wann hast du eigentlich angefangen zu denken? Wann hast du angefangen zu existieren? Ganz einfach, ich habe noch nie existiert. Das, was in mir existiert, ist eine Gedankenfalle von mir. Kann das, was immer, immer ist, ewig ist, existieren als Ding an sich? Nein. Aber aus mir können Gedankenwellen entspringen. Stimmt oder stimmt? Ja. Den machen wir jetzt einmal weg. Jetzt hören wir uns dasselbe hier im Markus an. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Das schauen wir uns dann gleich genauer an. Und als er die Volksmenge samt bla bla bla, da habe ich eine schönere Erklärung dazu. Das machen wir nämlich hier aus der Holoarithmetik, des JHWH. Da springe ich jetzt gleich rein. Da geht es um die Zahl 666. Ich und das Dir 666. Das Dir ist das, an das du denkst. Wenn du an dich denkst, denkst du an einen Affen. Es ist aber zwei. Wir brauchen immer Rot und Blau. Geistlose, fehlinterpretierter 666. Ich meine heiligen Schriften versuche die böse 666 nach Offenbarung 13. Interessant, ne? Zu bekämpfen. Denn die 666 ist das Zahl eines Tieres. Das religiöse Fanatiker auch die Bestie der Endzeit nennen. Wer ist die Bestie der Endzeit? Du selbst. Der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Weil du dieses Programm, dieser Intellekt, ist für alles verantwortlich, was er sich ausdenkt und nicht verantwortlich, wenn du dich zu einem träumenden Geist machst. Ja. Da ich weiß, das kann man auch rot machen, dass immer alles zwei Seiten hat, darum weiß ich bewusster 666-Geist auch, dass die unbewusste Bestie 666 mein eigenes Ego-Ich ist. Ich bin selbst das Tier, das ich Geist glaube, wenn ich Geist glaube, ein sterbliches Säugetier zu sein. Das ist einer de facto hier und jetzt ausgedachte Vergangenheit geboren wurde. Ja. Nein, wenn du jetzt an dich denkst, wo kommst du her? Denkst du jetzt an einen Säugling, an ein Trockennasenäffchen, das jetzt entsteht, weil du es denkst und nie in der Vergangenheit entstanden ist. Und wenn du es nicht mehr denkst, dieses Tier, dann existiert es nicht. Wie jeder Gedanke, den du nicht denkst. Heiligkeit oder das Rote ist, sind nicht gedachte Gedanken, die natürlich rot gelesen da sind in der Einheit der 1 durch 81. Meine Offenbarung 13, 18, das heißt, die Liebe, das heilige Ich, das ganzheitlich, das eine Ich, wenn wir das jetzt hebräisch lesen, zeigt an, dass 666 die Zahl eines Dir-Ich, aber auch die Zahl eines Menschen-Ich ist. Jetzt kommt Originaltext. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tiers, denn sie ist eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. Dies ist meine Einladung, die Zahlzeichen in der Bibel, in mir ist in Gott, genauer zu untersuchen. Wenn du in unseren geistigen Archiven suchst, wirst du auf viele verschiedene Auslegungen stoßen. Es gibt unendlich Seite im Internet, die geistigen Archive sind jetzt dein Internet, wo dir das 666 extrem vielfältig erklärt wird. Ich mache jetzt zum Beispiel einen Zeitpunkt, wir hatten ja vor kurzem noch einen deutschen Papst, hier das radikale Beispiel. Benediktus ist Benedikt 666. Du kannst jetzt diese hebräischen ungerechtes, unrechtmäßiges Lamm ist 666. All der Missgünstlinge 666, ich sage immer die Ratzinger-Brüder, geh mal nach Regensburg, Regen heißt übrigens, wenn ich sage, da kannst du dich dann aufregen, die guten Menschen, ein bisschen Boshaftigkeit da drin steckt und Machtgeilheit. Dann böser Führer ist 666, wahrer Schaden der offiziellen Lehre ist auch 666. Laut katholischer Auslegung handelt es sich bei der 666 um den Satan. Jetzt ist es ja interessant, dass dieser Benedikt, unser Ratzi, auf dem Stuhl Petrus in Rom gesessen ist. So, und jetzt schauen wir mal nach. Und wer und was ist der Satan? Matthäus 16, 23 berichtet folgendes. Ichub wandte sich um und sprach zu Petrus. Geh hinter mich, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott will, sondern auf das, was die Menschen wollen. Mach, Geld und Bewunderung. Stimmt oder stimmt? Ja. Ich sage immer wieder, der offizielle Stellvertreter Gottes, offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen, Stellvertreter Gottes auf Erden, der sitzt ja auf dem Petrusstuhl in Rom. Dann sage ich, lese deine Evangelien, dieser Petrus war nie in Rom in dieser Geschichte. Der Paulus war in Rom. Wer sitzt hier und jetzt ausgedachterweise
leidlich selbst anmaßend als offizieller Stellvertreter Gottes auf Erden auf den Stuhl des Petrus in Rom, der Benedikt. Das ist natürlich auch jetzt wieder ein zeitlicher Moment, je nachdem, welchen Zeitfenster spannst du auf. Dieser angeblich gute Benediktatus diktiert, was Gutes und was Böse ist. Aber das ist immer eine Einseitigkeit. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, dann wird dir ein Licht, werden dir die Augen aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ich sage immer wieder, wenn du von einer Batterie den Plus- und den Minuspol 1 machst über ein Lämpchen, denk an das Wort Lamp und Lamp. Wir tauschen nur das P hinten aus. Ja. Wenn du von der Batterie den Plus- und Minuspol über ein Lämpchen, Lamp, das Lamm und die Lampe, 1 machst, dann geht dir ein Licht auf und du wirst sein wie ich. Das Lamm der Offenbarung. Wenn du nur den Pluspol benutzt und den Minuspol bekämpfst, wirst du in einer ewigen Finsternis leben. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Das passt. Es passt von immer perfekt, wenn du hörst. Von Gott und dessen absolute Liebe hat er nicht die geringste Ahnung. Ich nenne diesen Petrus Satran, Russ übrigens heißt Fürst der Finsternis. Das hebräische Wort hebraisiert. Petrus will nur das Gute. Der will nur den Pluspol und deshalb ist er auch nicht heilig. Um das zu verstehen, übrigens interessant, ich habe jetzt Heil Ich ausgesprochen. Da steht Heil Ich, göttlicher Geist, ein heiler göttlicher Geist. Du kannst aber dieses Heil Ich, kannst du den Geist des Gimmel, kannst du als ein Ich setzen, weil du bist ein Geistesfunken. Um das zu verstehen, musst du die zwei vorhergehenden Verse beachten, das davor kommt. Von der Zeit an begann ich, UB, meine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet wird. Das ist eine Märchengeschichte. Wenn ich zum Beispiel sage, dasselbe wie der Rudolf vor dem Kriegsverbrechergericht, dieser Schmach in Nürnberg, ausgesagt hat, hier stehe ich und ich habe nur einen einzigen Richter und das ist Gott im Himmel. Und ich weiß, wenn ich vor diesem Richter stehe, der sagt, Rudolf, du hast alles richtig gemacht. Das sind die zwei Seiten unserer alternativen Vergangenheit, auch zwei Seiten. Immer dran denken, du hast erst einmal zwei Hauptseiten bei einer Welle und dann unheimlich viele Oberwellen. Mein Kegelbeispiel mit entweder ist es Kreis oder Dreieck oder mehr kreisförmiger oder mehr dreieckförmiger. Das heißt also, dass ich denen erkläre, dass ich jetzt den Weg gehe, Gott verlangt es von mir. Ich muss hingehen zu den Ältesten, den Hohen, HWH, Priestern und Schriftgelehrten, blau gelesen, vieles erleiden und getötet werden und am dritten Tag, These, Antithese, Synthese, werde ich auferweckt, rot gelesen werden müssen. Petrus nahm ihm den Gottessohn beiseite, mich beiseite und fing an, ihn zu rügen, indem er sagte, gnädig dir, Herr, keinesfalls soll dir das, was du sagst, widerfahren. Es ist hochinteressant, ich sage, Gott sagt zu mir, ich muss den Weg gehen und Petrus sagt, als großer Fan natürlich, immer dran denken, großer Fan, nein, Meister, das werden wir nie zulassen, dass dir das widerfährt, wir werden uns schützend vor dich stellen. Und ich sage, geh hinter mich, Satan. Denn du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott will, sondern auf das, was dumme, vergängliche Menschen wollen. Du hast Angst vor dem Sterben. Stimmt oder stimmt? Hast du Angst vor dem Sterben? Ja. Wo ist das Problem? Warum lässt du dich impfen? Warum lässt du dich nicht impfen? Doch aus demselben Grund. Ja. Petrus wollte nicht, dass meine Persona, sprich der ausgedachte Jesus, stirbt, denn er liebte diese Persona über alles. Genau. Er wollte doch nur das Beste für die Person Jesus und bemerkte in seiner geistlosen, einseitigen Kurzsichtigkeit nicht, dass er glaubte, Gott hätte mit sich selbst etwas Schlechtes vor. Genau. Du bist ein Gott. Du bist ein träumender Geist. Und du hast Angst vor den Gedanken, die du träumst, weil du nicht verstehst, warum du das träumst, was du träumst. Ich, UB und der Vater sind eins. Johannes 10,30. Seine geistlose mechanische Reaktion auf die Ankündigung meines bevorstehenden körperlichen Todes, nochmal, ich sage vom Säugling bis zum Greis, passiert es doch ständig.
sobald du an was denkst, wird es zerstört, wenn du was anders denkst. War natürlich nicht böse, sondern zwanghaft logisch. Er hat es ja nicht aus Boshaftigkeit gesagt, sondern vollkommen unbewusst. Das ist übrigens auch der Petrus, wo ich über das Wasser laufe. Ich gehe aus dem Arni heraus auf die Oberfläche des Meeres. Ich laufe einen kleinen Spaziergang über dem Wasser. Und dann sage ich, komm Petrus, folge mir. Und dann mit einer Riesenangst steigt er aus dem Arni, versucht aus dem Arni rauszugehen, geht die ersten Schritte und sinkt komplett in dem Meer ein. Und dann nehme ich ihn, ziehe ihn so hoch und dann sage ich, dein Glaube muss noch sehr schwach sein. Ich sage, wenn du in diesem inneren Glauben wissen würdest, dass du übers Wasser laufen kannst, dann würdest du als Person in einem Traum übers Wasser laufen können. Weil es ist eine Matrix, es ist ein Programm, es ist eine Frage des Programms. Wenn du mir vertrauen würdest. Das ist, du musst erst einmal dir selbst vertrauen. Aber es wäre dann für dich das Normalste der Welt. Darum sage ich, wenn du jetzt Superkräfte hättest, das ist wie wenn ich immer erwähne jetzt mit den Smartphones. Was jetzt ein Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen ist, ausgedachterweise vor wenigen Jahren und wenige Jahre, was sind 30, 40 Jahre in der Ewigkeit, wäre das Science Fiction gewesen. Da macht sich keiner mehr einen Kopf drüber, es ist normal geworden. Du kannst dir auch eine Welt denken, wo Menschen fliegen können und dann fällt es dir gar nicht, wenn das funktioniert, fällt es dir nochmal auf, weil es normiert geworden ist. Dein Programm macht dann diese Bilder. Ich hoffe, du verstehst das, was ich dir mitteile. Das heißt, solange du zwanghaft logisch denkst und damit nur allzu menschlich mit deinem blauen Ich denkst, Holofeeling zeigt dir, was das rote Ich ist, das geistreiche Denken, nicht nur das logische Denken. Ein Computerchip, Software ist logisch. Ein menschliches Gehirn ist der Computerchip und der menschlich geistlos nachgeäffte Intellekt, das ist dein Logos blau gelesen. Das ist zwar logisch, aber nicht besonders geistreich. Denn von dir Geistesfunken de facto hier und jetzt ausgedachte Petrus, das ist jetzt nur eine Märchenfigur, dieser sehr lehrreichen biblischen Märchengeschichte, fällt dir die geistige Einsicht in meinen göttlichen Schöpfungsplan. Den kriegst du jetzt mit Holofeeling. Aber nur du, nicht die Menschen, die du dir ausdenkst. Das solltest du jetzt auf dir wirken lassen. Dich richtig mal dir klar machen. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die ich mir ausdenke. Wie jeder normale Mensch litt auch Petrus an einer panischen Todesangst. Petrus ängstliches Verhalten im Angesichte. Panik meines bevorstehenden körperlichen Todes ist ein eindeutiges Zeichen vom Mangel der Selbsterkenntnis. Dieser Mangel, lateinisch heißt es übrigens Egeo, Ego. E steht immer für Ex im Lateinischen. Ex geo heißt herausgetretene Erde. Erde wiederum ist erwecktes Wissen. Das macht dein Ego. Mhm. Stimmt oder stimmt? Du bist dabei. Hoffentlich ja, ja. Du weißt. Der Holger, ja. Vergiss den Holger im Hintergrund, der versteht es eh nicht. Ist deshalb auch nicht böse, sondern nur allzu menschlich. Offenbarung 20 bezieht sich auf die Schlange 666666. Denn dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der den Kotschlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und legte ihn für 1000 Jahre. Das ist jetzt hier, 1000 Jahre heißt Elef, Shin, Nun, Yom. Shin, Nun, Yom. Jahre, Mehrzahl, 1000 Jahre. Okay. Eine schöpferische Existenz des Meeres rot gelesen. Elayom 86 UP in Ketten. Eine Kette ist eine Spiegelreihe von Wellen, Gedankenliedern, Gliedern. Dann warf er ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn, man nennt das Betschieren, sodass der Teufel bis zum Ablauf von 1000 Jahren, Aleph, ist die 1, heißt auch Elef gelesen, 1000. Elef Jahren, göttlicher Schöpfer, HRE, die Völker nicht mehr verführen konnte. Danach muss er nach dem Willen Gottes noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden, bla bla bla, du kannst das nachlesen. Wollte man nur mal klarstellen. Und jetzt schauen wir hier uns dann den letzten Sprung an, da müssen wir hin. So, die machen wir jetzt auch weg. Dann haben wir den Johannesevangelium, da kommt nochmal, wer sein Leben liebt, verliert es. Wenn du das wirkliche, rote, menschliche in dir liebst, dann verlierst du es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst,
ganz interessant, hassen ist haben. Doppel-S gelesen, du hast das, was du hast. Hass ist das damals auch immer, Minus ist abtrennen und lieben ist verbinden. Du kannst nur etwas lieben, wenn du das vorher hast. Wenn du das hast, du musst dir das ja vorstellen. Hass ist Minus, blaues Minus und lieben ist blaues Plus, selektiv. Und wenn du dein Leben in dieser Welt hast, du hast das Leben jetzt, du bist jetzt der, der du zu sein glaubst. Du hast jetzt einen Körper, wenn du an dich denkst, in einem Leben, das du dir selbst ausdenkst. Wird es zum ewigen Leben bewahrt? Das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst bis in alle Ewigkeit diese Rolle spielen, wie in täglich grüßt das Murmeltier. Das kann ich jetzt positiv und negativ lesen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ja. Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du jetzt stirbst, wenn du dich Selbstmord machst. Du wirst bloß wieder wach als der, der du bist, wie in täglich grüßt das Murmeltier. Immer jeden Morgen, zack, und das wiederholt sich bis in alle Ewigkeit. Ich öffne dir jetzt die Tür in eine vollkommen neue Ebene. Und die wirst du nicht betreten, solange du versuchst, deinen jetzigen Körper am Leben zu halten. Deinen jetzigen Status am Leben zu halten. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, habe ich mehrere Male gesagt. Es gibt keinen anderen Ausweg als das Loslassen. Und du musst nichts tun, die Rolle lässt du ganz normal weiterlaufen. Aber rechne nicht hoch, was angeblich in der Zukunft besser werden könnte, weil besser ist schon wieder einseitig. Wir wollen es nicht besser, wir wollen es vollkommener. Darum kommt jetzt die 26 wieder, Jahwe. Wenn ihr mir dient, JHWH, so folgt mir nach. Was habe ich gemacht? Losgelassen. Immer wieder in Filmfilm leben, immer wieder losgelassen. Sascha Ma. Immer wieder ein neues Leben, aber absolut bewusst. Ich reinkarniere bewusst, ich nehme bewusst einen Körper an in irgendeinen Traum irgendeines Brüssels, um ihm zu erklären, wer wir beide sind. Das JCH und das ICH. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das heißt, wo JCH ist, ist auch ICH rot. Nämlich genau genommen immer vor dem, was er liest, vor der Welt, die er sich in sich hineindenkt. Du erlebst dich durch ein Programm, durch ein Buch. Du bist in dem Moment spielst du die Rolle irgendeiner Figur in einem Programm, in einem Videospiel, als Avatar. Du bist aber immer vor dem Computer. Eins drüber, eins davor, das alles verbindende Parameter für all die Facetten, die in dir auftauchen. Das ist ja die Sache, die Apokalypse, und das lassen wir jetzt gut sein, da kannst du, wenn du es so liest, merkst du selbst auf der deutschen Ebene, ich sage, wenn wir jetzt in das griechische Original gehen, wird es noch tiefschichtiger, und dann kommen wir zu der Offenbarung, und diese Offenbarung ist ja genau genommen die Apokalypse, die Enthüllung. Und jetzt genau nochmal zuhören. Wenn du in einer Hülle steckst, das ist der Lot, das heißt auch, ich kann auch lesen hier, das schreibt sich also diese biblische Person in Sodom und Gomorra. Das ist der, der Sodom und Gomorra verlässt. Und die Frau dreht sich um und kann nicht loslassen. Das heißt jetzt ein Schleier, du bist in einer Verhüllung. Das heißt, wenn wir das jetzt in einer Hülle machen, müssen wir ein B davor setzen, dann nehmen wir B-L-U-D. Wir können das auch Blut lesen. Das ist jetzt, du steckst in einer Hülle. Das bringt dich dann zwangsläufig hier zur Eichel, zur Brotfrucht. Das ist, denke mal an die menschliche Eichel, wo eine Vorhaut drüber ist. Die Vorhaut, Haarhaut, ist die wahrgenommenen Zeichen. Und das ist Or, das ist das Licht. Der Sprung ist ganz wichtig. Das heißt, die Haut selber, wenn wir Haut machen, ist ja H-A-U-D. Das ist jetzt das erste Mal ganz normal das Zeichen, das Erinnerungszeichen. Das Warnzeichen, das schreibt sich ja Haut, H-U-D, Haut. Diese Haut, diese Zeichen, die du hast, das sind die Buchstaben. Und du steckst förmlich, SDX, förmlich in diesen Buchstaben drin, in dem absoluten Zentrum. Aber das wird jetzt so weit führen, dass wir hier bei Holofeeling, jetzt bin ich da wieder rausgesprungen, da gehe ich jetzt noch eins ergänzen ab, zu dem. Wir machen jetzt ganz kurz, das ist das vorhergehende Selbstgespräch, weil sonst ufe ich wieder viel zu weit aus. Bei der Offenbarung war mal die Enthüllung, wollte ich noch kurz sagen, dass wir diese Enthüllung, wenn du jetzt in einem Zentrum bist und du steckst in der Peripherie, das ist jetzt in der Welt, die du dir ausdenkst, du denkst dich ja aus dir heraus irgendwo hin. Und jetzt denkst du dir diese Hülle, dass du in der Hülle bist, wie kommst du aus der Hülle heraus?
Jetzt schau bitte das kleine Bild unten an. Doch nicht, wenn du noch weiter nach außen gehst, du gehst dann immer weiter rein in diese Hülle, in die Hülle. Der Weg aus der Hülle heraus ist eine Enthüllung. Du musst zurück zu dem Mittelpunkt, aus dem diese Hülle entspringt. Du kommst aus der Hülle nur raus, wenn du ins Zentrum zurückgehst, das sich hier mehr oder weniger aufbläht, um dich herum. Und du bist immer das Zentrum. Du musst da gar nicht hingehen, du bist immer das Zentrum, egal wo du dich jetzt hinlenkst. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, wer die Ohrenbarungen hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. G-E-Quadrat sind meine. Die Gemeinde sind meine Geistesfunk. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Das ist eine tiefe, tiefe Symbolik, die genau dieses Prinzip beschreibt. So, und jetzt springen wir kurz in das gestrige Update rein. Und zwar kommt da diese Stelle, man achte, das passiert bei 2999, starte ich das ein. Das heißt, der nächste Sprung, wo man absteigt, ist genau 3000. Ich rede immer das erste Jahr 1000, die Welt von 1 bis 1000, von 0, von meiner Geburt bis zum Jahr 1000, ist die sogenannte des Jahrtausend der Thesen, das zweite Jahrtausend der Antithesen und das dritte Jahrtausend, das ist dann die Synthese, die große Synthese. Hier beginnt die große Synthese. Zuhören. Ich eine kleine Tafel auf und jetzt verknüpfen wir das alles. Da ist nämlich ein Witz dabei, schau. Mhm. Ich sage immer, ein Neuntel mal ein Neuntel ist dieses 1 durch 81. Ja. Das ist 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ja. Diese Cumberland-Zahl. Seltsame Zahl. Man erhält sie, indem man die unendliche Abfolge natürlicher Zahlen aneinanderreiht. Diese seltsame Zahl ist irrational und transzendent. Aber auch das, was der Mathematiker Jean-Paul Deley als universell bezeichnet. Sie enthält alle möglichen endlichen Folgen von Ziffern. Alle Zahlen, die nicht unendlich sind, sind in der Champernownzahl enthalten. Spätestens seit der Erfindung von CD und DVD. Das ist übrigens eine DVD und DVD, wissen wir, ein großes Symbol von der 1, DVD. Das ist der David. Das ist der Freund, der Geliebte und ein großer Kessel, in dem sich alles befindet. Dein Vatersbruder, Freund und Geliebter. Ich, UB, alias Jesus, alias UB, habe meine Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich, UB, bin die Wurzel, immer ein Plus-Minus-Denken, des Geschlechtes David. UB ist die Wurzel von David. ZL ist Geburt von Licht. Ich, UB, bin der glänzende Morgenstern. Offenbarung 22, 16. Du weißt, ich sag, du bist ein... Aus der Wurzel entspringt alles. Träume in der Geist oder wir können auch sagen, du bist ein Computer. Und die Zahlen, die du hier hast, an der letzten Substanz sind plus 1 und 0. Bündchen und Strichchen. Ich erzähle dir was. Und in diesen riesen unendlich, das Wort unendlich musst du zuerst wissen, unendlich ist wie die Ewigkeit, einfach nur ein Gedanke, eine Facette, die du jetzt denkst. Dass sich alle Informationen in eine Zahlenfolge übertragen lassen. Eine universelle Zahl enthält somit alle geschriebenen oder noch zu schreibenden Bücher. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Zahl 1 durch 81, diese Reihe enthält alles, was prinzipiell jemals von dir ausgedacht wird in die Vergangenheit und was du dir in der Zukunft bis in alle Ewigkeit noch ausdenken wirst, ist in dieser einzigen Zahlenstruktur enthalten. Und jetzt ist natürlich eine große Sache, dass hier diese Tafel, die wir gerade eingeblendet haben, eine kleine Tafel. Diese kleine Tafel, jetzt, wenn man das Selbstgespräch hört, sage ich zu meinem Folger, den ich mir jetzt ausdenke. Ein Arbeiter Gottes, er soll sich da mal Gedanken machen, das ist nämlich nicht ganz vollkommen. Da haben jetzt einige Fehler gesehen und ich zeige dir jetzt gleich, was er darauf geantwortet hat. Er hat mir dann in kürzester Zeit inspiriert von mir, weil alles, was du als Brösel machst, musst dir einfallen. Du bist ein träumender Geist, du musst bloß das Zeug aus dir rausholen und jetzt hat er sofort erkannt, wo die Fehler liegen. Das ist das erste Mal, ich habe ihn dann übrigens dann eine zweite Version geschickt, das ist die erste Version, schreibt er, erste Version. Und das sind zuerst einmal hier schon mal Sachen, wenn wir das durchzählen. Ich sage, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 99, 100
Und jetzt geht es aber weiter, 101, 102 bis 999 bis 1000. Da geht es weiter, 1001, 1002, 1003. Die habe ich die Nullen weglassen. Wenn man das jetzt so sieht. Und dann mache ich hier, dass das sich um das Komma in zwei Richtungen spiegelt. Jetzt machte ich, muss das mal ein wenig größer machen. Das ist Auszug aus der hohen Ordnung. Es gibt nämlich verschiedene Zählweisen. Zuerst gibt es jetzt einmal hier einen Katan-Wert. Das ist, dass man die Nullen weglässt. Das ist die eine Ebene von 1 bis 9, die 10er Ebene von 1 bis 9 und die 100er Ebene dann von 1. Die geht eigentlich genau genommen nur von 1 bis 4 und dann haben wir die 5 Endzeichen von 1 bis 9. Ja. Das ist der Katan-Wert. Es gibt aber auch noch einen Rackel-Wert. Das ist dann das hier. Beides, du kannst die Nullen, sage ich, immer wegstreichen. Die Zahlen 1, 10, 100, 2, 20, 200 ist bloß eine Ebene, wo ich darauf eingegangen bin, auch wenn du Wörter machst. Du kriegst zum Beispiel, wenn du jetzt die Radix DN nimmst, das ist 450. 450 heißt Urteilen. Dann kannst du auf Mahn gehen, das Mana ist 4050. Du steigst nur auf eine Stufe höher. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel, mein einfaches Beispiel ist 440. 400. Die 4 ist die Öffnung, die 40 ist die Gestaltwerdung, die 400 ist die Erscheinung. Es muss sich was öffnen, dass etwas eine Gestalt annimmt und das, was du jetzt anschaust als Gestaltwerdung, ist deine Erscheinung. Das ist 440, 400. Das ist im Prinzip bloß eine höherwertige Stufung. Und wenn man jetzt das Geistreich, die zweite Version, die ich jetzt geschickt habe, interessant, ist hier, ich schreibe 1, Drittel mal ein Drittel, 1 Quadrat ist 1,33 geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel mal 1,33 geöffneter Spiegel. Das zwangsläufig diese Spiegelungen, 9, ist dann 199, nochmal eine neue Existenz, nochmal eine neue Existenz, nochmal eine neue Existenz, mal in die andere Richtung. Das ist ja plus minus. Wurzel ist immer plus minus, zwei Ergebnisse. Und jetzt sieht es so aus, dass man von 1 bis 9, 11 bis 99, 101 bis dann immer durchgezählt, diese Zahlen. Und jetzt wirst du was Eigenartiges finden, dass hier in dieser ewigen Reihe, die du dir vorstellst, kommt irgendwann einmal der Stelle 99, springt auf die 100. Dann die 999 springt auf die 1000, dass die 9 zu 0 werden. Die 999 springt dann auf die 10.000. Die 59 springen, kommt eine immer in dieser Reihe, 59, eine 1 und 50. Du kannst jetzt weitergehen, wenn wir das fortführen bei den Zahlen, dann kommen wir irgendwann einmal, sage ich, 43.009, dann kommt der 1 und dann kommen 43.009 in dieser Reihe. Kannst folgen? Ja. Und dieses Komma, du fällst ins Koma, dass wir in die Plus- und die Minusrichtung, das ist dieses 0,0, gehen wir in die Divergenz oder in die Konvergenz. Das Selbstgespräch vorher anhören. Und was das jetzt bedeutet, dass ich ja überall, da kommt jetzt hier nochmal, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, wieso wir so Rundungsfehler drin haben, was ja keine Fehler sind, sondern durch eine unvollkommene Rundung kommt. Und jetzt habe ich hier mal das sogenannte Ohmsche Gesetz, das jeder Elektriker lernt es im ersten Berufsschuljahr. Das ist, P ist die Leistung, U ist die Spannung, I ist der Strom. Wenn wir das als Zeichen setzen, ist P die Weisheit rot gelesen und das Wissen blau gelesen. U ist rot gelesen verbunden, die Weisheit ist was Verbundenes und das Wissen ist was Aufgespanntes. U ist die Spannung und I, der Strom, ist dein Intellekt. Und da ist ein Malzeichen dazwischen. Und dieses Malzeichen heißt von Gott. Wir können das auch mit 70 lesen, dann heißt, ist eine Gestalt gewordenes Joch, was hoch, dieses ML ist was Hochgehobenes. Wenn wir das eh als Vokal rausschmeißen, kriegst du ML, das heißt, dieses Gestalt gewordene Licht. Die Radix ML heißt gegenüberliegend und beschnitten. Ich mag es, schau das gerne Bild an. Über mir drüber ausgedachte Gedankenwelt mit einer ausgedachten Nulllinie. Ja. Wenn ich die Formel umstelle, dann heißt es, Gott ist die Weisheit, in der alles verbunden ist. Oder der Intellekt ist das Wissen, das aufgespannt wird. Und das ist mit einem Durchzeichen. Durch heißt generierte Kollektion. Durch, 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 durch. Und jetzt haben wir diese Einstein-Formel. Die klassische E² ist M² mal C hoch 4. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich setze das C als dritten Buchstaben. A, B, C ist Alphabet Gimmel, 3. Dann haben wir 3 hoch 4. E², dann wirst du feststellen, 3 hoch 4 ist 81.
Du kannst die Formel umstellen, das ist dann e Quadrat durch m Quadrat wird, da kann man in einigen Holofingenschriften, gehe ich genauer darauf ein, das ist dann auch die Kreisformel. Lichtgeschwindigkeit wird das c als 1 gesetzt und dann kannst du das umformen und dann kommst du zwangsläufig wieder zu 1 durch 81. Alles Zufall? Wenn ich sage, ich arbeite mit einem Wissen, das Wissen deiner Menschheit um geistige Welten überragt. Es sind dumme, nachäffende Affen. Aber sie sind letztendlich nur Figuren in deinem Traum, Antagonisten, Tierchen, die du bewundern sollst, die du erforschen sollst. Das ist das Spiel des Lebens. Hör mal hin. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das ist das, was ist. Darum habe ich dir das heute Morgen geschickt. Ja. Das war das was. Immer mit dem Aufstehen kriegst du neue Gedanken und jeden Moment steht da ein neuer Gedanke in dir auf. So, jetzt lassen wir das gut sein. Das reicht, glaube ich, für heute. Ja, super. Moment. Bildschirm teilen, beenden. So. Ich komme als alter Mann da nicht mehr mit dem Haufen Computerzeug und so, ist mir viel zu kompliziert. Jetzt lass es geschehen, hab keine Angst. Die Frage stellt sich, du musst als Beobachter Tierchen gucken. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Und den Intellekt, der in dir wirkt, den kannst du auch beobachten, wenn das Tierchen, das, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst, gar nicht in Erscheinung tritt. Wie oft grübelst du über irgendwas ja. nach, wo kein Hauch ein Gedanke an deinen momentanen Körper ist? Dann ja, ist genau. der Körper heil. Mhm. Aber dann sind trotzdem Gedanken da und die sollst du beobachten. Die entspringen nämlich aus deinem blauen Ich, aus dem Buch, sag ich ihm, aus dem Leben, aus deinem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und dann wirst du auch merken, immer wieder, wenn du jetzt das versuchst, auf der Bröselebene zu kommunizieren, wenn einer nicht schon, der in dir auftaucht, in sich, in seinem Traum, und jetzt merkst du, es ist schwer zu sagen, andere, die jetzt träumen, sind schon wieder Gedanken. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist unheimlich wichtig. Und die Menschen, die du dir um dich herum ausdenkst, sind Produkte, im wahrsten Sinne des Wortes, Schöpfungen aus dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Darum kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, der von dir gedacht wird, dieser Gedanke gar nicht anders sein, wie du in dir denkst, im Positiven wie im Negativen. Unterprogramm. Das Corona kann nicht anders sein, wie du es dir ausdenkst. Und du gehst so in die Irre, wenn du meinst, du müsstest dich für Einkleidigkeiten entscheiden. Es ist mittlerweile eine Lügenwelt ohne Ende. Du musst nur die Gegenperspektiven dir raussuchen. Was jetzt ist, das ist, man ist so verzweifelt, wenn du jetzt hörst, ich mache mal standardmäßig aktuell in Bezug auf Impfen. Wie gesagt, bei Holofeeling ist das nicht das Thema. Das Thema ist, was bist du selbst und was sind deine Gedanken? Und da geht es nicht, ob ein Gedanke richtig oder verkehrt ist. Er ist einfach nur, solange du ihn denkst. Und du wirst jetzt merken, solange du Gedanken einseitig in Form von richtig und verkehrt definierst oder ich will oder nicht definieren, dieses ich will und dieses ich will nicht, wird dies immer wieder auftauchen lassen. Alles, was du nicht willst, lasse ich in dir auftauchen und alles, was du willst, lasse ich auch ansatzweise zumindest als Gedanken auftauchen, wenn du dir was wünschst. Wirst du immer wieder an das denken, was du wünschst, was du aber besitzt, bevor du dran denkst, dann ist es eins mit dir. Das sind so einfache Sätze, jeder Wunsch, der in dir auftaucht, das kannst du dir ja nicht raussuchen als träumender Geist, ist der Glaube, dass du jetzt etwas in dir erschaffst, von dem du behauptest, das besitze ich noch nicht. Ich möchte gerne ein eigenes Haus haben. Ich möchte einen Porsche haben. Oder was auch immer, eine hübsche Frau oder einen hübschen Mann, einen gescheiten, reichen Mann, der mich am Leben erhält. Ist je nachdem, ob du jetzt die Rolle, ob du ein weibliches oder männliches Trockennasen auf dem Programm in dir laufen hast. Der Geist ist der Computer selber. Ja. Das heißt, sobald du dir was ausdenkst und du wünschst dir das, was du dir denkst, muss dir klar sein, du hast es besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. Und dann redest du dir mit der Logik ein, dass du es nicht besitzt. Was doch schon der Fall ist, ist dein Gedanke. Ja, wenn ich mir jetzt denke, dass ich einen Porsche besitze, wenn ich daran denke, deswegen kann ich ja nicht mit ihm rumfahren. Ich will mit ihm rumfahren. Es wird so uninteressant, glaube es mir, wenn man das einmal, es gibt viel höhere Genüsse, so wie wenn ich jetzt sage, die höchste Erkenntnis ist eine Barbie-Puppe für ein kleines Mädchen oder was weiß ich, irgendein rotes Feuerwehrauto zum Spielen. Oder Sandschaufel, wenn du noch kleiner bist. Und du meinst, das wäre es schon, ich brauche das. Schau die Kinder an, ich brauche das. Die Kinder, die du dir ausdenkst, leben dir das vor, was dein eigenes Problem ist. Du hast es noch nicht überwunden. Genau.
Ja, stimmt. Ist so. Es ist das, was ist. Ja. Das Ganze wollen, wenn ich immer sage, gerade die Pubertiere, wenn sie in der Pubertät sind. Du kannst mit denen nicht kommunizieren. Da kannst du mit Logik und Weisheit nicht kommen, weil die wissen ganz genau, was wichtig ist, was man braucht. Die Zungenpiercing und die Tattoos. Oder dieses oder jenes oder die neuen Klamotten. Die äffen nur nach. Du hast das Prinzip noch nicht verstanden, was wirkliche innere Aufruhr bedeutet. Mein berühmtes Beispiel für Insider mit den Bankern und den Bankern. Wie die Bankmusik aufgekommen ist, wir denken uns jetzt eine Vergangenheit und die angefangen haben hier sich Irokesenschnitt und schmutzig und zerlumpt rumlaufen und man hat rebelliert gegen das Establishment, gegen die Spießer mit den Anzügen. Ich sage, das ist eben nicht, das sind ganz normal, du bist ganz normaler Banker und ein Banker ist ein ganz normaler Banker, der losgeht und hier irgendwie Geschäfte macht und über Leichen geht. Die ganze Medizin, du bist ein ganz normaler Arzt. Aber rede dir, wenn du jetzt die Rolle eines Arztes spielst, nicht ein, dass du das machst, um Menschen zu retten, weil du weißt ja noch nicht einmal, was der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper ist. Und schon gar nicht, was der Unterschied zwischen einem roten Menschen und einem blauen Menschen ist, zwischen einem Adam und einem Enosch, einem sterblichen Säugetier. Es ist ein sinnloses Unterfangen und ich habe bis letzte Mal mehrere Mal darauf hingewiesen. Schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst, was du im tiefsten Innern glaubst, was wirklich deine Motivation ist, wieso du das machst, was du machst. Und du wirst feststellen, es ist reine, programmierte, geistlos nachgeäffte Trockennasen auf Motivation. Ich muss erst einmal Geld verdienen, dass ich selber am Leben bleibe. Weil nur wenn ich da bin, kann ich ja andere retten. Du kannst Gedanken nicht retten. Du kannst auch keine Erdkugel retten. Es ist eine riesengroße Sackgasse, wo du dich hineingedacht hast. Du, kein anderer und zwangsläufig alle Figuren um dich herum demonstrieren dir diese Sackgasse, diese Geistlosigkeit. Teilweise gespiegelt. Das heißt, wenn du wirklich innerlich rebellierst gegen das aufbegehrst, was dich ankotzt, dann nützt es nicht, wenn du das Bankerprogramm laufen hast, dass du ein Banker bist, sondern du müsstest gegen deine eigene Logik rebellieren. Ja. Die musst du umdrehen. Das heißt, wenn du im tiefsten Innern, in der tiefsten Inneren Überzeugung ein Punker bist, dann müsstest du dich wie ein Banker anziehen, mit einem Anzug, schön geschniegelt mit Frisur und müsstest hier die Leute ausschmieren. Dann würdest du die Gegenseite machen. Dann würdest du gegen das, was du jetzt bist, rebellieren. Du rebellierst gegen das, was du nicht bist. Angeblich. Was aber deine eigene Spiegelung ist. Das sind deine eigenen Spiegelbilder. Das ist das Gleichgewicht, das ist ein vollkommen neues Denken, das entzieht sich dem einseitigen Denken vollkommen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, und da machen wir jetzt wirklich Schluss, absolut ein Sub, dass dir selbst nichts passieren wird. Was meine ich mit dir? Ich meine den, der mich jetzt ausdenkt. Dieses Wort dir, dir, bist du der Wohnungsinhaber oder bloß ein Mieter? Wenn du es nachschlägst. Ja, ich weiß. Der Wohnungsinhaber ist dem, den alles gehört. Und der Mieter ist der, der in einer Wohnung lobt und lebt. Und die Wohnung, die du zurzeit hast, denk an das Vorwort, das schöne Vorwort, wo ich im letzten Selbstgespräch reingestellt habe. Das muss ich jetzt trotzdem nochmal hören. Und ich kann es nicht lassen, weil das sehr wichtig ist. Wie ich dick. Jetzt muss ich trotzdem einen kleinen Moment. Das ist mir nämlich jetzt wichtig, das brauche ich mit Ton. So, da habe ich das drunter gehängt. Ich mache immer die Auszüge, wie wichtig sind. Und zwar, ich steige hier gleich ein. Dem kleinen Ego-Geist nur eine erbärmliche logische Behausung gezimmert, die ich meinen Körper nenne. Ich habe für mich Gestalt gewordenes Ich. Kleines Ich ist der Körper. Diesen kleinen Ego-Geist nur eine erbärmliche, logische Behausung gezimmert, die ich meinen Körper nenne. Dieser fleischliche Körper wiederum umhüllt sich gedanklich, ausgedachtes Licht von Sonnen und Sternen, mit einem viel zu groß geratenen Kleid, das ich heliozentrisches Weltbild nenne, welches aus demselben Hirngespinst gewebt ist wie des Kaisers neue Kleider. Das bringt es auf den Punkt. Das Märchen ist vom heliozentrischen Weltbild, von der Scheibenwelt, egal was du nachäffst, von der Kugelwelt oder der Matrix, wenn du es nicht verstehst, ist das bekannteste Märchen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Wir waren gerade bei 3000. 2000, 3000. Jeder normale Mensch, normierte Affe, nennt es
zu dieser Zeit besser als, kennt es besser als die Bibel. Jeder Mensch, den du dir ausdenkst, ist in dem heliozentrischen Denken, in dem materialistischen, darwinistischen Affendenken wesentlich bewanderter mit dem, was in meiner Heiligen Schrift drin steht. Ja, obwohl in diese Bibel, in mir ist Gott, seine eigene wirkliche Genesis und der Weg ins Paradies erzählt. Dieses raumzeitliche Lügenmärchen eines ihm umhüllenden Weltraums ist dann doch wieder irgendwie richtig, ne? Mhm. Betrachtet jeder geistlose, tiefgläubige Materialist, jeder Affe bei eigener Definition. Du bist ja bis dato nur ein dummer Affe gewesen. Zumindest hattest du dich damit verwechselt. Und äffst, egal was du nachäffst, wenn die den Mund aufmachen. Sie sind irgendwie parteiisch mit irgendeiner Seite. Jetzt kommt der Impfzwang. Wieso? Jetzt liest du in den Nachrichten oder du hörst jetzt mittlerweile von 10 Deutschen 8 Stück sind dafür, dass Impfzwang kommt. Es geht mir nicht um dafür oder dagegen, sondern es ist ein Nachäffen. Es ist ja unverantwortlich, diese Ungeimpften. Die haben immer noch nicht gecheckt, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte. Und jetzt sage ich nochmal, wo ist denn ihr Problem? Wenn sie doch geimpft sind, müssen die doch von Ungeimpften gar keine Angst haben. Ihnen kann doch der Virus nichts, den sie sich ausdenken. Massenmanipulation ist das. Es ist, wie geistlos ist es überhaupt zu glauben, dass die Ungeimpften schuld sind, selbst wenn die jetzt sich gegenseitig, die würden sich doch gegenseitig ausrobben. Was machst du für ein Problem? Spar dir das Geld für den Impfstoff, wenn das stimmt. In kürzester Zeit sind die weg. Wie hat unser Gesundheitsminister so schön gesagt? Dreimal G. Geimpft, genesen oder gestorben. Ihr könnt euch raussuchen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Es ist keine Meinungsmache, ich bin vollkommen neutral. Okay, wenn ich die Metapher des Märchens, des Heliozentrischen in einer Reihe Ische, Weltbild, genauso durchschaue wie die Metapher des Märchens des Kaisers Neue Kleider durchschaut habe, dann bin ich Mensch, Person, geistig zu ich herangewachsen. Dann fange ich an, wach sehen. Mhm. Dann sehe ich absolut als wacher Geist. Ja. Und ich habe das Ische. Dieses Ische habe ich als Asha, die Frau, aber wir können das Aleph natürlich auch als I vorne setzen. Das machen wir ganz kurz, wenn wir das Ische noch machen. I, Shin, He, das ist jetzt Ische. Und dann wirst du feststellen, er ist lightly da, er rechnet ihn nicht ab, er lässt vergessen. Mhm. Er lässt all das vergessen, wenn du wach wirst. In dem Moment, wo du wach wirst, ist in kürzester Zeit alles, was du im Traum erlebt hast, weg. Wahrlich, ich bin die Wahrheit, der Weg ist weg. Und dann kriegst du einen neuen Weg, ein neues Buch. Mhm. Und mit vollkommen neuen Möglichkeiten. Und dann kommt hier hin so das Ganze, das ist im Erwachen, I, J. Ich bin mit dir der absolute Mittelpunkt eines göttlichen Getriebes. Und ich brösel, bin wie du brösel, nur Zahnrandel, das ich darin, jetzt habe ich das sie darin. Und das hören wir uns jetzt ganz, ganz kurz rein, weil da kommt eine ganz interessante Stelle, wenn man des Bayerischen nicht mächtig ist. Ich bin nur ein Zahnradl, ist sie blind und stur, um sich selber drauf. Stur. S-D-U-R. Niedergerissen, ungeordnet, widerlegt, wild durcheinander. Wie Ilet ist ein doppelt aufgespanntes Kind. Denk an das Kreisen. Mhm. Um sie selber drauf. Du bist immer der Mittelpunkt und alles, was du dir Angst denkst, deine Gedankenwellen. Du bist der Mittelpunkt in der Nulllinie. Und alle Radl um mich rundum, die funktionieren ganz starr und stumm. Die machen das, als läuft wie es soll. Das alles genauso läuft, wie es soll. Jetzt kommt eine ganz interessante Stelle. Genau zuhören. Und wenn's ganz stark bist, dann kannst du's hören. Wenn du ganz still bist, dann kannst du es hören. Ah. Es ist ganz interessant, dass die Stille, die hast du hier auch in den Adern mit drin. Das Schweigen. Da hast du schon verstärktes Schweigen. Mhm. Das ist nämlich hier, ich höre auf, ich lasse, ich bin ruhig, ich bin still. Das ist ja auch das Schweigen steckt mit in der Grundradix. Da will ich jetzt nicht genau drauf ein. Was kannst du dann hören?
casa solle ecken blären. Ist aus allen Ecken blären um dich herum. Das sind die Geistesfunken, die du reinsetzt in der Tetraederstruktur. Am kleinen Rad mich weiter geben. Vergiss nicht zu leben in deiner Angst, dich am Leben halten zu wollen. Der Startpunkt ist übrigens hier eingestattet bei 93. Und das ist jetzt immer wieder, und das ist der Schöpfer Shin-Ilet, die Schildkröte, das logische Kind ist wieder Rode, wieder Adam. Mhm. Und wir wissen, die Schildkröte ist Testudo. Ja, genau. So. Es ist, meinst du, dass das Zufall ist, dass du aus einer Liede geschrieben hast, dass irgendein Mensch, den du dir denkst, egal was er macht, sich raussuchen kann, dass er von dir so ausgedacht wird und du dir raussuchen kannst, was ich dir denken lasse, was ich dir zurzeit träumen lasse? Das ist das göttliche Wunder. Mach dir bewusst, Gott ist zurück, ich bin zurück, mitten in dir. Denk an mein Zurück. Nicht in den Brösel Holger oder in sonst irgendeinen Gedanken, in dir. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und du wirst nicht wach, wenn du ständig noch versuchst, irgendwelche Gedanken von dir am Leben zu halten oder festhalten zu wollen. Egal was es ist, und wenn es Kleinigkeiten sind, denk an meinen Flügelschlag des Schmetterlings. Das schaukelt sich von einem Chaos ins nächste. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du irgendwann nochmal deine Rolle einfach weiterspielst und beobachtest, auch wie du dich mit deinem Programm entscheidest, ob du dich dann impfen lässt oder nicht impfen lässt, dann machst du dir bewusst, warum du das machst oder jenes machst und dann wird dir immer mehr bewusst, wie du dich ständig noch selber belügst und vor Gedanken Angst hast. Und es ist auf einen kommt das große Heureka und es wird alles ganz anders. Ich arbeite dran, wir arbeiten dran. Unbedingt. Spielen wir noch eine Runde, vergiss nicht das Leben. Eine große Freude, wirklich. Das Leben ist eine Freude, es ist ein Geschenk und nichts, worum du ums Überleben kämpfen musst. Du kannst es nicht abstellen, dein Leben. Das Meer wogt, wie der Wind reinweht. Aber wie verrückt, ja. Der Wind weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Das ist das große Geheimnis. Solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch geboren, bist du Fleisch. Mhm. Ein Trockenausnaffe. Wenn du begeist, das Geist, du entspringst aus Geist und Wasser. Johannes Offenbarung, Apokalypse, Enthüllung und tschüss.